Herr Präsident, Exzellenzen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich hatte die Ehre, im Jahre 1995 als Umweltministerin der Bundesrepublik Deutschland die erste Vertragsstaatenkonferenz zu leiten. Heute hier in Glasgow wird die COP26 die letzte Konferenz sein, bei der ich dabei bin. Und deshalb stellt sich natürlich die Frage, wo stehen wir heute? Wir haben eine Vielzahl von Beschlüssen gefasst, gerade gestern wieder bei den G20 in Rom. Und wir haben vor allen Dingen als unsere Leitmarkierung das Abkommen von Paris aus dem Jahr 2015. Aber, und das haben wir in der Eröffnungssitzung auch schon gehört, wir sind nicht da, wo wir hin müssen. Die von den Vertragsstaaten abgelieferten Reduktionsziele, die NDCs, ergeben zusammen nicht das, was wir in Paris vereinbart haben. Und die Welt hofft natürlich darauf, und ich unterstreiche das, dass wir am Ende dieser Glasgower Konferenz besser dastehen. Da geht es einmal um die verbesserten Ziele, aber es geht vor allen Dingen in den nächsten Tagen auch um die technischen Fragen, wie können wir unsere Ziele verbindlicher messen und damit ein einheitliches Maß auch entwickeln. Dass die Auswirkungen des Klimawandels verheerend sind, wissen wir. Und wir müssen, und ich sage auch, wir können das Pariser Abkommen umsetzen. Und das nicht erst im Laufe dieses Jahrhunderts, sondern, wie wir als G20 gesagt haben, in der Mitte dieses 21. Jahrhunderts. Wir wissen, dass insbesondere die Industrieländer Verantwortung tragen. Und das betrifft natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland. Deshalb haben wir unsere Klimaziele noch einmal verschärft. Wir wollen bis 2030 65% unserer Emissionen einsparen gegenüber 1990 und bis 2045 klimaneutral sein. Essentiell für die Glaubwürdigkeit der Industrieländer ist aber auch die Finanzierung. Deutschland und Kanada haben sich unseren Delivery-Plan noch einmal angeschaut. Wir müssen zugeben, dass wir die 100 Milliarden US-Dollar Finanzierung erst 2023 erreichen, aber immerhin verspätet, aber wir können sie erreichen. Das ist ein wichtiges Signal. Wir leisten von deutscher Seite hier einen beträchtlichen Beitrag und werden den bis 2025 auf 6 Milliarden erhöhen. Klimaneutralität zu erreichen, das ist auf der einen Seite die Zielsetzung, aber auf der anderen Seite sind es die konkreten Maßnahmen. Und neben unseren nationalen Anstrengungen versuchen wir natürlich, an verschiedenen Stellen Beiträge zu sein. Mit der Glasgow Leaders Declaration on Forests and Land Use stärken wir den Schutz von Wäldern. Und für mich ist wichtig, dass wir bis 2030 den Waldverlust global stoppen. Wir haben eine erfolgreiche Partnerschaft mit Kolumbien, in der wir gemeinsam mit Norwegen und dem Vereinigten Königreich den Schutz der Wälder voranbringen. Deutschland wird Teil einer Initiative sein, von der ich glaube, dass sie besonders interessant ist, nämlich einer Just Energy Transition Partnership mit Südafrika, wo wir zeigen, wie wir aus der Nutzung von Kohle aussteigen können. Und ich glaube, das wird ein Pilotprojekt für viele afrikanische Länder sein, denn die Wahrheit ist natürlich sehr konkret. Und dass wir gestern bei G20 verabredet haben, die internationale Finanzierung von Kohlekraftwerken zu stoppen, und zwar jetzt, ist sehr wichtig. Meine Damen und Herren, wir werden mit staatlichen Aktivitäten alleine nicht vorankommen, sondern es geht um eine umfassende Transformation unseres Lebens, Arbeitens und Wirtschaftens. Und deshalb will ich hier ein klares Plädoyer einlegen für die Bepreisung von Kohlenstoffemissionen, von CO2-Emissionen. Mit einer solchen Bepreisung, die wir in der Europäischen Union schon haben, die in China eingeführt wird und die mit vielen anderen zusammen weltweit entwickelt werden muss, können wir unsere Industrie, unsere Wirtschaft dazu bringen, die technologisch besten und effizientesten Wege finden, um zur Klimaneutralität zu kommen. Und es geht um die Veränderung unseres Wirtschaftens, Arbeitens. Und das ist eine umfassende Transformation. Dann werden wir wissen, wie wir am besten CO2-freie Mobilität, CO2-freie Industrie
und CO2-freie Prozesse unseres Lebens arrangieren können. Deshalb mein klares Plädoyer: in der Dekade des Handelns, in der Dekade, in der wir jetzt leben, national ambitionierter zu sein, aber global Instrumente zu finden, die nicht nur Steuergelder einsetzen, sondern auch wirtschaftlich vernünftig sind. Und das ist für mich die CO2-Bepreisung. Herzlichen Dank.